Lieber eine Glatze haben, als Akinehaare haben. Bier, Alter! Bier? Fettarsch. Wenn die Hütte ab, wenn die Hütte ab, wenn die Hütte ab, wenn die Hütte ab. Schwarze Augen, schwarze Scheiben. Ich hab da jetzt nicht alles erwartet, sagen wir mal so. Was sagt's da? Merkt ihr eins? Bist du nicht in der Gruppe? Wer bist du heute? Wer bist du heute in der Gruppe? Jungs, Dina muss ja den Motor nicht mehr. Es geht wieder los. Here we go again. Wieder Kurbelwellensensor und dann haben sie. Dann sollte ich ein bisschen was dazu erzählen. Und dann hängt sie nicht recht. Wie geht's los, Hannes? Wie geht's los? Das ist bestimmt wieder an. Boah, Junge, ich bin erschrocken, Alter. Mann, das geht eine Scheiße. Die Vision sind verstanden. Ja! Ich wollte dich nicht kacken. Das war echt schön, dich zu küssen. Aber shit, das ist vorbei. Ist egal, ich bin erwischt. So, wir fahren jetzt los nach Wolfslake. Gehen eine Stunde schlafen, aber egal. Alle dabei? Hallo, die Oma. Wir sind jetzt in Wolfslake. Ist krass. So, ich steig jetzt mal aus. Oh. So, warte, Rentner brauchen wir mal ein bisschen. Da wird gerade eingeparkt. Guckt der an, die hässliche Sau. Boah, was ist das denn? Dreh dich mal wieder. Hm. Ja? Kippen holen? Gut. Ist jetzt schon wieder. Jetzt ist ja. Hol dir. Axel! So, wer kommt jetzt mit hoch? Ne? Hey, ne? Wenn nicht im Kopf, so auf. Digga! Fischmann zu. Oh mein Gott! Er ist schon wieder der alte bei. Letzter war aber eine andere! Skibbe! Getan? Nee. Nee? Macht Döller. Ja, das Ding schon so ein bisschen. Also man merkt es. Noch ein bisschen Döller? Ein bisschen. Doch, das bleibt auch im Nachklang noch spürbar. Das ist... Also bis da vorne. Jetzt ist geil. Also ich hab mir gerade fast in die Hose gepisst. Aber jetzt ist geil. Aber das Ding ist, pass auf. Jetzt erzähl ich dir was. Ich schreib. Ich will pissen. Ich brauche eine Pause. Die schreiben, ja, piss in eine Flasche, mach den Knoten im Pimmel. Auf einmal stehen sie hier alle und pissen, ja? Und ich bin wieder die dumme Sau, die hier den Dreckspruch macht, ja? Ist so, wenn er hinfällt, kriegst du Rückspiegel und siehst du, wenn du fährlich bist. Ja. Oh! Wenn du mal fährlich anmachen? Fährlich. Ja, boah. Hey. Hey. Weile lang vergessen, was zu filmen. Unser Camp erstreckt sich irgendwie über 8 Kilometer.
Also, sieht man da hinten in den Transporter den Typ laufen? Jetzt ist er weg. Selbst da ist es noch. Jo, was jetzt? Oh, ja. Da müssen wir saufen. Ja, für Kette, Digga. Für Kette. Sag mal was. Du bist jetzt schon wieder. Alles für mich. Schmeckt die Kippe? Sonnig schmeckt gut. Das geht leider. Und schmeckt? Wir kommen vom Campingplatz. Schmeckt geil, sagt er, gut. Schmeckt ein bisschen wie eine Mischung aus Gurke und, ja, Tüski. Ah, Skibbel, los, sofort, mach ein Statement. Ich hab mein TÜV-Moped hier und wollte mein TÜV-Moped ausstellen. Deswegen bin ich eine halbe Stunde hier und der halbe Reifen ist runtergebrannt. Da, Zwickau! Das ist warm! Bestandsaufnahme! Bestandsaufnahme, wir sind viel zu viele Leute, haben viel zu wenig Platz. Das verqualmt schon wieder! Ja. Forever youth! Ist auf jeden Fall bekackt, oder? Digga, Hut ab. Ohne Scheiß, ich hab's nicht mehr gehört. Digga, ich stand neben Fred, wir haben uns angebrüllt. Wir haben uns angebrüllt. Ach du Scheiße, ich hab nur seine Lippen bewegen sehen. Alter, wirklich. Zwickau. Du geile Sau. Oh. Alter, sieht das geil aus. Hab ich auch gemacht. Oh. Thank you.
Was sagst du? Das ist einfach zu dolle hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist wirklich zu dolle, oder? Jonas, was meinst du? Ist zu dolle oder was? Eine ganz schnelle Bestandsaufnahme. Promille wäre CVC, Junge! Das ganze Camp entspannt erstmal. Die hängen alle durch, ist ja schon lahm hier. Ich bin besoffen. Alter, was macht ihr hier? Pushen. Moped pushen. Pushen? Pushen. Geil, Alter. Jonas, was machst du denn hier schon wieder? Wir bereiten heute ein Gericht zu. Das habe ich gelernt in meiner Ausbildung zum Koch. Das war so ungefähr in der dritten Stunde in der Praxis. Chili con carne aus der Dose. Mhm. Als Beilage gibt's Dose. Alter, ist brutal, ne? Traust du dir doch echt? Jo. Aber wichtig. Oh. Soll ja Mund. Feuer noch. Brennt mir das an, ist was los, ne? So. Brennt die Luft, mein Freund. So. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich hab vergessen. Ja. Oh. Die Kopfhörer.
kocht schon das Wasser. Hier steht mein Essen. Ausgewogenes Frühstück ist drin. Ja, ich habe ehrlich gesagt schon wieder echt ein bisschen Angst, ne? Wieso? Wenn wir kommen mit der Platte. Wie bei Monster Jäger. Oh, der macht einen Fang. Wenn der wüsste. Fett Arsch. Ich hab einen Blinkerhut. Der blinkt sogar. Ey, da hängt Babyigel am Baum. Guck mal, film den mal, den Babyigel. Boah, guck mal hier. Wow! Ein Baby-Igel. Ja, schau das. Hallo. Wir machen jetzt einen Vlog. Wir gehen jetzt zum Supermarkt, ja? Hast du mich verstanden? Zum Supermarkt. Maul. Wir gehen jetzt zum Supermarkt. Ich nehme euch jetzt mit. Hey Tim, du stinkst. Hey Johannes, du auch. Willst du riechen? Maul. Machen wir nochmal. Zeig mal länger. Da will keiner für alle haben. Und jetzt 360 No-Scope. Mama, wann sind wir nicht da? Halt den Maul, Jonas. Mann, ich will nur wissen, weil der Bier hier. Okay, Adi macht so nicht. Und dabei wieder auf dem Rückweg. Oh, gleich wieder da. So, kleine Bestandsaufnahme. Was geht ab, Alter? Jonas, sag, was geht ab, Digga? Was geht ab? Halt die Fresse. Besser, ey, Jonas, sag, was geht ab? Alter, was ist denn das? Wie geht's denn, Digga? Ich verlasche ihn, wie geht's denn gar nicht, Bruder? Mann, die sind doch besoffen alle.
bin ich im Fernsehen, Mama! Also, ich zeig dir, wie man... Lass ihn brennen! Was sagst du dazu, Digga? Der Roller muss brennen! Warum Statement? Alter, pass auf! Wir wollten eigentlich zum Festival. Auf einmal holen die den Roller raus, zünden den an und jetzt kriegt der an, was los ist. Sag Statement, schmeckt's? Das geht. 7,50 € wert? Die Gelbwurst ist nicht mal scharf. Oh, Statement, Digga. Es ist kalt und für 7,50 zu wenig. Hannes, was sagst du dazu? Oh. Oh. Was sagen wir dazu, Hannes? Alter, was ist denn los hier? Oh. Hier ist ein Gastgeschenk. Dankeschön. Wer freut sich? Danke dir. Wird schon wieder gefuttert? Ich kann dir nur eben sagen, mir jetzt scheiße und ich hab Kopfschmerzen. Scheiße. Ja, wer sowas frisst, der kriegt die Bestattung. Man sollte immer auf seine Vitamine achten, deswegen nimmt euch Mandarinen mit. Alter, das ist der Lifestyle, Leute, habt ihr gehört. Ja, die Ordner haben schon gesagt, wir müssen aufräumen, weil wir das ranzigste Camp von allen haben. Die reden, zu hart und zu streng, trag das Herz kein auf Wunder, den Tisch, ja, ja, man sagt, was man hier im ganzen Land bekannt für die Trinkfestigkeit. Weil Rapper aus dem Osten immer unbedeutsam waren, steht Filmstart sozial für ganz Buckeldeutschland da. Zeigt der ganzen Welt, dass ich träume noch los. Der Osten ist zurück, hebt die Fäuste jetzt hoch. Fußballverein schon wieder unterwegs, immer wieder. Lieber eine Glatze haben, als Sackhaare haben. Alter, was macht ihr denn hier? Pushen. Mmh. Ey, mach mal was Cooles, was professionell aussieht. Ah! Wir machen jetzt Geheimnisse und über den Stuhl schießen. Ne? Fotze. Bang! Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Digga, Zwicker und Nüchtern zu ertragen ist echt ein ganz schönes
Highlight, bin ich ehrlich. Was? Zwickau und nüchtern zu ertragen, ist ein ganz schönes Highlight. Noch 8 Stunden. Nein, 10. Noch 10. Scheiße, warte, jetzt ist gut. Wow. Ey, wir haben gesagt, 23 bis 1 Uhr können wir abhauen. Gebe! Gebe! Vergessen du! Alter! Sag mal ehrlich! Ja, geil! Wo ist der Hinterhalt? Was soll ich sagen? Genau. Und funktioniert euer Push? Ja, wir werden gleich sehen. Hallo, wie war Zwickau 2023? Sag mal was. Was? War wieder sehr gut. Es war einfach wunderschön. Danke für das Interview. So, Resümee Zwickau 2023. Erstmal ein Schlückchen. Also ich kann sagen, war ein Erfolg gewesen. War ein Erfolg, ja. Besser als letztes Jahr, schlechter als letztes Jahr? Schlechter als letztes Jahr. Aber trotzdem gut. Trotzdem gut. Alle Fälle, sagt er. Alle Fälle. Martin war nicht da. Martin war nicht. Martin hat gefehlt. So ist er das nochmal. Martin. Jetzt sein Auto gewaschen. Bierwäsche. In Zwickau. Mach doch. Mal wird schön. Nach Hause gefahren. Das wird gut. Ja. Aber weg dir eins. Bist du hier, Ruhe? Ich dachte, ich bin Polierer, Alter. Ja, das stimmt. So, Resümee Zwickau 2023. Auch einmal von euch, bitte. Oh, von den Neuen. Fangen wir da drüben mal. Wir fangen einmal hier an. Resümee, komm. Wir werden, 1 bis 10. Ah, 9 zum Ende. Das ist eine 7. Eine 7. Ja. Was war letztes Jahr? Ja, eine 11. Eine 11, okay. Weil Kette sagt, es war so eine entspannte 8. Aber letztes Jahr übertrifft halt einfach nichts. War ja, also letztes Jahr war so eine 12 von 10. War einfach geil. Einfach geil. Und der Sonnenbrand, was sagst du dazu? Und die Stimmen sind auch weg, habe ich gehört. Ist auf jeden Fall da, würde ich sagen, oder? Du meinst. Warte mal, was hast du gesagt? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, alles klar. Zwickau, ja, also 1 bis 10, erzähl mal. Von den Erwartungen her vom letzten Jahr? Sehr mit Hoffnung reingegangen. Wurdest du enttäuscht? Echt? Du wurdest enttäuscht? Ganz leicht, ganz leicht. Okay. Ich hätte gehofft, die sind ja mehr Roller verbrannt. Okay. Immer ein Einer. Immer ein Einer. Ich würde der Sache für ein erstes Mal eine 8 von 10 nehmen. Eine 8 von 10. 1 bis 10, erzähl mal. Ja, ja, so. Ja, eine 9 war. Eine 9, oh, okay. Und? Jetzt du, Frode? Ja, also ich war letztes Jahr dabei. Ich glaube, dieses Jahr war nicht ganz so krass, aber ich muss sagen, für das erste Mal war trotzdem eine 8. Nacht, eine Nacht, ja, alles klar. Was? Selbstresümee. Ein Resümee, ach nee, bitte nicht. Also. Also. Ich würde sagen, ich sage, schwer zu sagen, eine 7 von 10, weil das Wetter hat echt zu schaffen gemacht. Oh, stimmt, das Wetter kommt auch noch dazu, ja. Sehr viel Sonnenbrand, aber. Darf man nicht mal aufpassen. Ey, nee, letztes Jahr hat es geregnet. Alles klar, wir machen jetzt nach Hause und dann die Felgen putzen. Wie viele Leute waren schon in deiner Mutter? 1000. Falsch, 1001, weil ich war gestern ohne da. Entschuldigung, los war das.